Also im Grunde ging es ja darum, die Kenntnisse über die DDR auf unserer Seite einfach zu verbessern und möglichst viele menschliche Kontakte herzustellen. Nicht, das war ja auch also ein Ziel, Wandel durch Annäherung, die große Linie von Brandt damals ursprünglich, was ja letztendlich die Erosion der DDR auch ganz wesentlich beeinflusst hat. Und also uns ging es darum, möglichst viele menschliche Kontakte herzustellen und möglichst viel auch DDR zu verstehen. Was uns nur sehr begrenzt gelungen ist, wie man dann bei der deutschen Einigung festgestellt hat, dass wir dann auch zum Beispiel von der wirtschaftlichen Situation viel zu wenig wussten. Nicht, dass uns war nicht bewusst, dass die DDR so schnell zusammenkrachen würde. Nicht, wir hatten immer noch daran geglaubt, das würden doch noch 10 Jahre, was weiß ich auch, wie lange dauern, obwohl wir so nah dran waren. Nicht? Aber meine, da half selbst die Nähe nichts, weil wir auch nur natürlich geschönte Zahlen kriegten. Ich meine, das ist ja das Problem gewesen. Die DDR-Statistik wurde ja von unten nach oben gereicht und in jeder Stufe geschönt. Nicht? Und oben, also was oben ankam, war in der Regel dann ganz falsch. Denn noch kurz vor dem Zusammenbruch der DDR hat ja die OECD die DDR zum fünftstärksten Wirtschaftsstaat der Welt gemacht, nicht erklärt. Was natürlich total absurd war. Nicht? Aber eben, das war die Aufgabe, eigentlich mehr die menschlichen Kontakte herzustellen und eben mehr auch über die DDR zu erfahren und zu berichten. Aber alles völlig legal. Wir haben keinerlei also BND-Methoden oder sowas angewandt. Das lief alles total offen. Nicht? Also, das war alles im legalen Bereich. Ist das denn nicht ein zweischneidiges Schwert? Man ist Repräsentant der Bundesrepublik, will auf die Menschen zugehen in der DDR, weiß aber gleich in dem Bewusstsein, wenn ich den Kontakt herstelle, bringe ich denjenigen auch in Gefahr. Das war in der Anfangszeit war das der Fall, dass diese Kontakte von der DDR-Seite nicht gewünscht waren und möglicherweise die Leute, mit denen man Kontakt hatte, dann auch mal zum Rat des Innern bestellt wurden und dann mal gefragt wurde, was habt ihr mit denen zu tun gehabt und lasst das bitte mal in Zukunft und was. Da musste man in den ersten Jahren aufpassen, später nicht mehr. Nicht? Also in den ersten Jahren ist es mir zum Beispiel passiert, da wollte ich in Dresden junge Künstler besuchen und bin dann nach Dresden gefahren mit dem Auto und habe dann in der Neustadt geparkt. Und dann kam angerast ein Lada, der dann also wie wild bremste und dann wenige Meter neben mir auch einparkte. Und dann entstiegen diesem Auto 2 Männer mit diesen berühmten Lederjacken. Und die liefen einfach 10 Meter hinter mir her. Nicht ganz offen. Nicht? Also die ließen mich einfach nicht aus ihren Augen. Und da konnte ich natürlich zum Beispiel die jungen Künstler, die ich besuchen wollte, nicht besuchen. Da musste ich meine Pläne ändern. Und bin dann zu Wilhelm Rudolph gegangen, das ist also ein bedeutender DDR-Künstler gewesen, der damals 95 war und alle Auszeichnungen der DDR hatte, obwohl er ein Kommunistenhasser par excellence war. Zu dem bin ich dann hingegangen und der fand das natürlich köstlich, dass ich meine beiden Leute da mitbrachte, mehr oder weniger. Und der war so unabhängig, dem war das völlig wurscht. Nicht? Aber die jungen Leute hätte ich nicht besuchen sollen. Oder können, weil ich sie für die wirklich also eine Belastung gewesen wäre. Da musste man so, in solchen Fällen musste man eben seine Pläne mal umstellen, aber das macht ja nichts.